Hallo, Konfuzeier, schön, dass ihr da seid. Hier ist wieder eure Josie. Heute hab's geschafft. Und ja, wir sind wieder bei den Reacts, bei der React-Time. Und wie immer, wenn wir anfangen, ja, heute ist das erste Video, was ich aufnehme, vom heutigen Tag wohlgemerkt. Und das ist natürlich wie immer Twitch Clips Germany. Wir wechseln also mal rüber in die Live-Szene. Genau, genau. Da sehen wir auch schon alles wieder eingestellt. Und wir sehen die drei Flip-Floyds. Nein, von Dr. Freud, den hier unten haben wir den Flo, da haben wir den Olli und da haben wir den Paul. Und der Olli ist der Mann von der Ephraldis. Für diejenigen, die es nicht wissen. Genau. So. Und wir starten mal rein und gucken uns zusammen an, was es diese Woche in der Folge 194 auf sich hat. Und es ist ein interessanter Titel: Nutella-Nudeln mit Käse. Ob das schmeckt? Mal gucken. Scheiße, ich habe daneben gegossen. Ein bisschen so dumm. Und damit herzlich willkommen zu den Twitch Clips Germany. Ja, er hat daneben gegossen, also deswegen schenke ich mir nie was am Computer ein, weil das könnte mir auch passieren. Aber wisst ihr, muss ich jetzt gleich einfach mal loswerden. Auch wenn ihr das jetzt zeitlich versetzt seht auf YouTube, falls ihr auf Twitch dabei seid, ist das natürlich was anderes. Ich habe seit neuestem, nein, nicht nur ich, natürlich auch der Kistenkater, haben wir seit neuestem Holi. Also, das ist ein echt geiles Zeug. Kann ich euch schon empfehlen, auch wenn ich noch keine Kooperation mit denen habe, ich empfehle es euch trotzdem. Und ja, genau. Aber raussuchen müsst ihr es euch selber, weil noch keine Kooperation gibt es, also auch noch keine Links da unten drin. Man will ja nicht alles machen. Aber der Einstand im Übrigen von den Flip-Floyds war wieder sehr toll. Ja, und wir schauen uns jetzt zusammen die Twitch-Clips an. Now, TCG kostet Geld. Klingt komisch, ist aber so. Das Geld, was Clippy hier einnimmt, existiert nicht. Darum gibt es jetzt Patreon. Für zwei Fischis könnt ihr dort ab sofort die Compilations unterstützen. Zwei Fischis. Naja, 2 Euro, 2 Fischis. Also, wo kriegt man für 2 Euro noch 2 Fischis? Also, das ist eine komische Dings, aber ich will es auch sagen, es stimmt wirklich, dass, wenn ihr Twitch Tips Germany unterstützen wollt, bitte nur über Patreon, weil sie keine Monetarisierung haben. Das heißt, der Kanal kriegt keine Werbeeinblendungen und dadurch kein Geld über YouTube. Und deswegen müssen die auf diese Art und Weise gehen. Finde ich aber eine sehr gut gemacht. Und ja, genau. So. Und weil der Kistenkater das gerade schreibt, es war ja gerade mit Holi. Er schreibt, selbst ich bin seit Holi morgens um 7 Uhr fit. Früher war ich erst um 13 Uhr so richtig fit. Ja, das stimmt. Mitnehmen zumindest. Ich guck mal, ob noch ein dritter geht. Nicht dein Ernst, es geht noch ein dritter. Ah ja, okay, das darf Lilimon nie erfahren. Kein Wort zu Lilimon. Das tun wir gerade nicht wirklich. Boah, schieb die Schildkrötenleichen ins Wasser. Zu schenken, damit sie sieht. Ihr hättet das ruhig klippen können, wo Franny auch schnitzelt. Also ich habe jetzt aus Versehen zwischendrin schon mal gedrückt. Also das, falls ihr das noch seht, falls ich es nicht rausschneide, ich weiß es noch nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn das ein Spiel ist, aber man muss auch nicht alles machen. Also das war ein bisschen extrem, finde ich. Und ja, man muss nicht alles zeigen. Habe ich schon beim, ist der auch der Titel von der letzten Twitch Clips Germany Folge, die ich hier hochgeladen habe. Man muss nicht alles zeigen und das gehörte auch in meinem Fall dazu. Falls ihr hier im Hintergrund irgendwelches Gerücke von Möbeln hört, mein Nachbar oben drüber denkt mal wieder, er müsste jetzt einfach mal seine Möbel verschieben. Ganz da hat er Zeit dazu, jetzt muss es passieren. Ja, jetzt kann man halt wirklich versuchen, eine Base zu bauen. Ah, und das habe ich gesehen. So ein bisschen, also irgendwie. Nein, das habe ich nicht gesehen. Auf Dings zeigen auf Twitch. Das ist ein neues Spiel, Sons of Forest. Das ist, eigentlich sollte ich es nicht zu laut sagen, weil sonst kommt mein Mann wieder, will ich haben. Das ist ein Survival-Game. Ein ganz neues. Und ja, ich habe dazu bei Game 2 ein Review gesehen und ja, man kann es sich angucken.
Milestone. Oh Gott, ey Leute, das ist mir zu gruselig. Zettel nicht weg! Okay, gerade rede ich noch von Hingeht von Game 2 und schon ist einer von den Game 2-Leuten im Bildschirm. Ich werde abgehört. Sie schneiden real gerade schnell die Folgen zusammen. Also ich sag mal so, jetzt als nächstes kommt jetzt die Freildis. Und wenn jetzt wirklich die Freildis kommt, dann wird's mir unheimlich. Nee, doch nicht. Ich warte auf den Tag, wo kalt gekocht wird, aber das Essen trotzdem warm ist. Was habe ich gerade gesagt? Da ist er wieder, da ist er wieder, wir haben ihn wieder, ja, wir haben ihn wieder, unser Spruch der Woche. Ich warte auf den Tag, wo kalt gekocht wird, aber das Essen trotzdem wahr ist. Nein, das sollte eigentlich warm ist heißen, aber gut, okay. Gut, aber eins muss ich dazu sagen, aus meiner Jugend, ich kenne jemanden, der kalt kochen kann. Ja, also der stellt einen Topf auf eine heiße Herdplatte, die ist auch an und es brodelt und trotzdem ist das Essen, was drin ist, kalt. Mein Stiefonkel, der kann das. Genau, so. Aber wir machen weiter. Aber da ist er wieder. Und unser Kistenkerner freut sich auch und das ist schön. Ja. Und dann wären so Sachen denkbar, wie beispielsweise, dass der Chat über eine Punktebelohnung sozusagen sowas wie ein TikTok erstellt automatisch, ja? Bitte nicht. Doch. Das war eine geile Einblendung. Bitte nicht. Ja doch, also ich habe ja auch schon ein paar Punktebelohnungen. Ihr könnt ja bei mir unheimlich viele Punkte sammeln. Manche haben da schon eine ganze Menge gesammelt, weil sie jedes Mal mit zugucken. Manche so viele, so, ja, dass sie noch nicht mal eingesetzt haben. Also ich weiß zum Beispiel von unserer Xaotina, die hat über 26.000 Punkte. Wenn die irgendwann mal einsetzt, da wird es mir richtig bange ums Herz, weil ich weiß nicht, was sie dann alles damit machen kann und was ich alles machen muss. Aber wie gesagt, ich habe auch so ein paar Belohnungen. Oder zum Beispiel könnt ihr ja, wie der Kistenkater das gerne macht, so die Herzchen schicken und die Sticker schicken. Es gibt ja da auch ein paar mehr. Ich muss die bei Gelegenheit mal durchgucken, welche ich noch kostenlos machen kann. Wobei, die sind, glaube ich, mit Belohnungen, sondern die sind, glaube ich, mit den Diamanten, die man bei Dings kaufen kann. Also, ja, wie gesagt, ich habe auch schon ein paar Kanalbelohnungen freigeschaltet, die ihr nutzen könnt und mit denen ihr bei bestimmte Sachen von mir verlangen könnt. Ich bin da noch ein bisschen vorsichtig, ich muss da noch mal drüber gucken an Ostern. Ich will ja auch noch meinen Stream hier ein bisschen umbauen, was das angeht. Und deswegen habe ich da natürlich noch nicht so viel drin, aber wenn ich jetzt gerade sehe, wie gesagt, beim Kistenkader 15.000 Kanalbelohnungspunkte, das ist auch schon eine ganze Menge. Da kann man schon eine ganze Menge mit anfangen. Und wie ihr gerade schreibt, ja, das weiß ich, es gibt die aktuelle Staffel von Mandalorian. Die ist jetzt, glaube ich, seit 2 oder 3 Wochen aktuell zum Gucken, wenn ihr da also Interesse habt, aber natürlich nicht jetzt, das guckt ihr bitte nach dem Stream. So, und wir gucken jetzt weiter, was hier weitergeht. Product Placement, nochmal den Knopf drücken, der könnte vielleicht zugehen. Was? Ja. Wie geht das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie zur Hölle. Habt ihr sowas schon mal besessen in eurem Leben? Ja, stell dir mal vor, die meisten automatischen Regenschirme können das. Es gibt sogar noch welche, die gehen nicht nur zu oben, sondern die fahren sogar komplett ein. Die sind zwar unbezahlbar und sind meines Wissens nach auch momentan nur von Knirps selbst zu bekommen, aber die sind vollautomatisch. Mhm. Und man muss auch nicht so schreien, also ich weiß nicht, warum die so ins Mikro geschrien hat. Und Produktplacements, ich habe mittlerweile, muss ich sagen, 2 Stück angeboten bekommen. Aber ich habe gesagt, bis momentan noch keine Produktplacements. Erstens mal habe ich nicht so viele Zuschauer. Und zum anderen mal kriegt man meistens bei den Produktplacements nur dann etwas, wenn dann die andere Seite, also ihr als Zuschauer, etwas dafür macht. Sprich zum Beispiel, ich hatte von HelloFresh eine
Produktplacement und dann hätte ich das machen können und hätte dann dafür was gekriegt, wenn die Leute das auch gekauft hätten. Aber wie gesagt, da ich weiß, wer bei mir momentan zuschaut, so also die Hauptsächlichen, die zusehen, denke ich mal, bringt das noch nichts. Aber wenn ich mal ein paar mehr habe, so im zweistelligen Bereich, dann denke ich darüber nach und dann kriegt ihr hier auch mal Produktplacements. Aber meistens eher so kleinere, keine größeren. We can do this. Okay. Schnapper, Schnuppidi. Ups. Das war ein Vogel. Den hat sie abgeworfen. Samt Stamm. Da blieben nur noch Federn übrig. Passiert. Ja. Also Augen auf beim Bäumewurf. Reimt sich jetzt zwar nicht, aber ist auch gut. So, die Bänder nehmen, die müssen sowieso weg. Okay. Okay, ich glaube, er wollte nur den Baum wegmachen und nicht das ganze Gebäude, was oder die ganze Konstruktion, die da oben drauf war. Aber wäre das dann nicht sinniger gewesen, den Baum stehen zu lassen? Ich meine jetzt nur so. Ohne Spaß. Meine Mutter, mein Kind, mein Handy ist so langsam. Ich krieg da nicht hin. Kannst du das reparieren? Ich... Hier, repariert. Fertig. Nehm ihn zurück. Das und nichts anderes. Ja, da muss ich ihr recht geben. So einfach ist das. Wenn das Handy zu langsam wird, Leute, habt ihr einfach zu viele Apps im Hintergrund geöffnet. Einfach mal zumachen. Ich weiß, dass bei Apple das immer und auch bei Android, bei verschiedenen Herstellern, gesagt wird, schließt die Apps nicht, weil dann kostet das zu viel Strom, wenn ihr sie wieder aufmacht. Die werden schon automatisch geschlossen. Ich habe gestern mal bei mir, bei meinem Handy, die offenen Apps zugemacht. Ja, eine App drin, die habe ich seit 4 Wochen nicht benutzt. Und die ist immer noch offen. So viel zum Thema Apple. Wir machen die nicht genutzten Apps irgendwann zu. Ja, irgendwann in 10 Jahren brauche ich die auch nicht zuzumachen, weil dann benutze ich die nicht mehr. Ich sehe schon. Ich sehe schon Sachen. Ich habe Angst vor nichts. Okay. Aber berechtigt. Hallo, Calvin. Du hast mich nicht erschrocken. Au! Hat er mir uns auf den Fuß geworfen? Ah, geil. Also in diesem Spiel habt ihr automatisch jemanden, der euch hilft. Dem könnt ihr dann auch Aufträge erteilen. Das ist dieser Kevin. Und es ist ein Kevin. So ein klassischer amerikanischer Kevin. Kein Deutscher, ein amerikanischer Kevin. Nicht ganz hell im Kopf. Also ich kenne einen Kevin, der ist hell im Kopf. Aber der in dem Spiel definitiv nicht. Hohoho. Hohoho. Weichei. Ha. Und dich habe ich geheiratet. Ja, aber er muss auf jeden Fall noch abkühlen, aber sehr lecker. Hat eine schöne Zitronennote. Gar nicht schwer, schmeckt sehr leicht sogar. Mm. Wie viel Frischkäse? Weichkeks. So viel zum Thema Weichei. Anne, du bist geil. Das war jetzt echt genial. Ja, Weichei und andere. Das muss ich mir gerade aufschreiben. Nein, ich habe gerade meinen Titel für diese Folge aufgetrieben und das habe ich nicht laut gesagt, damit das nicht irgendeiner klaut. Man ist ja vorsichtig. Geil. Das war geil. Er geht durch die Palisade in das Haus rein. Cool. Gronkh, gut geklippt so. Also gut aufgenommen. Ja. In der Leiche, die ich markiert habe, ist noch ein Red Dot und eine M24, Fischi. Warte, ich kill den kurz. Okay. 500 Meter. Oh! Mit Ansage! Nice. Auf Ansage, auf einfach.
Ja, das ist schon mal eine durchaus gelungene Möglichkeit. Man sagt an und trifft. Peinlicher wäre es gewesen, wenn er angesagt hätte und wäre selbst getroffen worden. Das wäre peinlicher gewesen. Okay. Fusion! Hat was. Aber hat nicht ganz funktioniert, weil man hat immer noch zwei Köpfe gehabt. Also daran musst du noch arbeiten oder es ist einfach zu kurz geklippt worden. Aber sonst, coole Idee. Wenn das geht, ne? Wenn da einer reinläuft, der wird mich des Todes. Das war Selbstmord mit Ansage. Ja, so kann's gehen. Ja. Ja, das war cool gespielt. Ich frage mich aber immer noch, was neben den Gitarren das, ich denke mal, ein Plastiksturmgewehr und der Bogen zu suchen haben. Man fragt ja nur. Ich mache jetzt erstmal die Düse. Oh, scheiße, so nicht. Kacke. Ach, so ein Ding ist das also. Ah, ja. So kann es gehen. Augen auf, wenn man die Granaten in die Hand nimmt, beziehungsweise wenn man ein Quad benutzen will. Ich nehme mal an, Kistenkarte, du meinst das Gitarre spielen gerade. Ja, das war wirklich mega. Das war ein genialer Sound. Und tschüss. Die Packung war offen. Ja, die war offen, das hat man gesehen. Und der arme Zucker. Der kann einem leid tun. Das ist natürlich nicht das, was man mit Zucker machen sollte. So, ich mache jetzt gerade mal hier ein bisschen dunkler, nur so, damit ihr nicht schuldet. Ja, Zucker eben. Aber ich kann dir garantieren, den Zucker wirst du nie wieder los. Du findest in 10 Jahren noch Reste davon. Okay, ich versuche nicht runterzufallen dieses Mal. Haha, hat doch nicht geklappt. Ich würde sagen, der Balken oder beziehungsweise der Träger war nicht unter dem Loch. Interessieren würde mich aber auch noch, was da im Hintergrund am Boden lang gewackelt ist. Das sah aus wie Fluffies. Und wenn ich weiß, was Fluffies sind, mal googeln. I don't think that I could ever find a way to spend it. It's 20 that I've got. And I'm still holding on to everything that's dead and gone. I don't wanna say goodbye, cause this one means forever. Also, erstens mal textmäßig gut gerettet. Dafür Daumen hoch. Zweitens, das Kamerabild war geil, als es stehen geblieben ist. Vor allem, weil das einen Sprung gemacht hat. Und zum dritten, geniale Stimme. Perfekt. Passt. Kann man so lassen. Und Luna wollte gerade... Und tschüss! Es ist passiert! Ja. Spaß mit der Katze. Heute wieder das Fallen vom Kratzbaum. Das kriegt unsere auch ab und zu hin. Wobei, ich muss dazu sagen, unsere hat 2 Kratzbäume. Ja, und sie nutzt mittlerweile fast gar keinen mehr davon. Sie liegt nur im Bett und pennt. Hin und wieder sitzt sie im Kratzbaum, aber wie gesagt, eher selten.
Eine Inno 3D. Im Stream ging der noch an. Was habe ich denn falsch gemacht? Also bei dir dann im Stream. Muss ich irgendwas anderes machen? Oh, ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Ja, Auge auf, wenn man einen PC einschalten will. Man sollte natürlich den richtigen Knopf drücken und nicht unbedingt den Reset-Knopf. Im laufenden Betrieb sollte man den Reset-Knopf gar nicht drücken, wenn es möglich ist. Wobei dieser Mythos, dass es Probleme geben kann, wenn man einen PC im laufenden Betrieb einfach ausschaltet, das ist mittlerweile ein Mythos. Wisst ihr, wie oft ich schon hier den Strom bei meinem Rechner geklaut habe, während er am Laufen war oder am Runterfahren war? Es ist nie was passiert. Also es gibt da mittlerweile auch entsprechende Sicherungen. Jetzt muss ich gerade mal kurz zurück. Ah, okay, gut. Jetzt ist mir der Stift aus der Hand gefallen. Es gibt mittlerweile entsprechende Sicherungen und also ihr braucht da keine Angst mehr zu haben, genau. Ja, das ist schon ganz viel. Ja. Ja, ich hab über. Ja, ich musste was bestellen. Ja. Was denn? Wir haben 5 Packungen zu Hause! Ich brauchte noch was für den Mindestbestellwert. Und dann hast. Ja, Mindestbestellwert. Corona kommt bestimmt wieder. Dann haben wir genug Klopapier. Für Klopapier ist natürlich ganz klar. Da sind Sprüche drauf. Toll! Ja? Oh, Entschuldigung. Ich dachte gerade, warum ist da Untertitel? Aber das war ja bei mir. Ich habe den Untertitel eingeschaltet. Also das erstmal hat sich erledigt. Den habe ich aus. Also, Cola kommt wieder. War Cola schon mal weg? Ich meine nur. Man fragt ja nur mal so. Aber das mit dem Mindestbestellwert kenne ich. Man muss etwas bestellen oder man will etwas bestellen und man muss etwas dazu bestellen, damit der Mindestbestellwert ersetzt. Oder man hat Punkte irgendwo gesammelt, möchte etwas mit den Punkten bestellen, muss dann aber was dazu bestellen, damit man die Punkte einlösen kann. Was ist denn das für eine komische Logik? Ich habe die Punkte doch gesammelt, weil ich was gekauft habe, dann muss ich doch nicht nochmal was kaufen, weil gibt so Läden, ja. Ja, Klopapier kann man nie genug haben, das ist schon mal dazu. Und ja, aber was man tun sollte, man sollte tunlich seinem Partner mitteilen, wenn man etwas bestellt hat. Dann guckt er wenigstens nicht so komisch rein, wenn etwas ankommt und er davon nichts wusste. Außer man möchte ihn überraschen, dann ist das was anderes. Ja, so, weiter geht's. Oh, und ich hab mich schon gefragt, warum du nicht hier bist. Ja, weil Lili mir gesagt hat, wir sind zu viel. Weißt du, was nicht zu viel ist, Lili? Deine Körpergröße. So. Weißt du, was auch nicht zu viel ist? Der Inhalt deines Kopfes. Wow. 1-0 für Lili. Denn sie hat gut gekontert. Ja, und ihm fiel dazu nichts mehr ein. Genau. Ja. Und weil wir da gerade Englisch stehen hatten, ich hatte ja jetzt die letzten 2 Wochen Englisch in der Schule. Also, wenn ihr das seht, ist das natürlich schon wieder 2 Wochen, glaube ich, her. Und ich muss sagen, war ein geiler Kurs. Kann man nicht anders sagen. Ich hatte davor ein bisschen Angst, das habe ich ja in einem anderen Stream schon gesagt gehabt. Aber die Angst war völlig umsonst. Es hat absolut geil Spaß gemacht. Geiler Dozent, geile Arbeitsweise von ihm. Perfekt. Ich nenne sowas immer gut gebrüllt, Löwe. Stimmt. Passt. Jetzt kurz noch diese Möwe hier schlachten. So. Die ist, nachdem sie geschlachtet wurde, weggeflogen? Was ist das für eine geile Möwe? Ja. Liebe Entwickler dieses Spiels, ich hatte jetzt gerade nicht drauf geguckt, was es für ein Spiel war. Überarbeitet das nochmal. Eine Möwe, die tot ist und geschlachtet wurde, die sollte nicht wieder wegfliegen. Ja.
Eigentlich darf nur Danny mich schlagen. Oh Gott, ist der noch im Chat? Ich hoffe nicht. Erstens mal vorher gucken, zweitens mal schlagen lassen sollte man sich grundsätzlich nie, außer im Spielen, da kann man das durchaus mitmachen. Allerdings sollte man bei seinem Gegenüber immer vorsichtig sein. Es gibt da Leute, die Dings. Das war ein Sons of Forest. Das ist das neue, dieses neue Survival Game. Danke, Kistenkater. Wie gesagt, schlagen lassen sollte man sich grundsätzlich nicht, außer beim Spielen hin und wieder mal, weil immer gewinnen ist auch nicht gut. Genau. Oh, ich bin hier allein, ich bin hier alleine. What nein. The fuck? Warte mal, kannst du, können wir dich, kannst du uns, wie, Achtung, Achtung, eine Meldung des Hirns. Bitte vor dem Sprechen Hirn sortieren und dann erst den Mund öffnen. Nicht umgekehrt agieren. Dankeschön, ihr Hirn. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Aber es war geil. Oh, das habe ich noch gar nicht angeguckt. Hä? Guck mal. Ein Arzneimittel aus Aufgaben, Hausaufgabenfans, ein Arzneimittel aus Lausgabe. Ein Arznei. Das ist das längste Wort, was ich hier gesehen habe. Arznei. Arzneimittel, Mittel aus. Mittel. Arzneimittelausgabefenster. Was ist da dran, bitteschön, so schwer? Ey, ich hab das gerade das erste Mal gesehen und ich krieg es hin. Arzneimittelausgabefenster. Und da stand da noch, dass ich da nicht durchgucken kann und das, was auf der anderen Seite ist, nicht sehen kann. So, okay, so. Das zum einen. Also, ein bisschen muss man noch daran üben. Vielleicht den Text erst lesen und dann aussprechen. Genau. So, und was diese Aussage gerade von Kist gerade bei uns im Chat angeht, sehr Sons of Forest-lastig. Klar, lieber Kistenkader, dieses Spiel kam letzte Woche erst heraus. Und du kannst dir vorstellen, 99% aller Gaming-Streamer, die auf Twitch aktuelle Games streamen, haben dieses Spiel rausgeholt und haben es gestreamt. Es ist auch sehr gehypt worden im Vorfeld. Also ich habe im Vorfeld schon mindestens 5 oder 6 Meldungen gesehen gehabt in den unterschiedlichsten Kanälen. YouTube, Twitch, auch in meinen News-Seiten. Wo das angeteasert worden ist und ja, genau. Aber so ja, B3 besser abbauen kann als B5, das heißt, du musst B5 reinknallen. Okay, so. Also, um mal den Chat kurz abzuholen, weil der fragt schon, ob das ein Podcast ist. Leute, wir sind live? Ja. Ja. Das wusste ich nicht, ich dachte, wir sind im Countdown. Nein. Ja, denke nicht, wenn du dir nicht sicher bist, dass du, wo du bist, genau. Aber da kommen ja immer die tollsten Sachen bei raus. Ich höre ja auch immer sehr viele Podcasts, meistens auf dem Weg zur Schule hin. Zurück komme ich nicht dazu, weil erst bin ich meistens mit einem Kollegen unterwegs, der so einen Großteil des Wegs mit mir zusammen macht. Die letzten Tage war er nicht in der Schule, beziehungsweise ich war nicht in der Schule, weißt du, dann eher nicht, so, genau. Ab der Hälfte des Weges telefoniere ich dann meistens mit meinem Mann und kriege dann mit, wie er das unser Abendessen vorbereitet. Ist auch sehr praktisch. Und ja, genau. Also, aber Podcasts machen Spaß, man kann viel lernen und man kriegt teilweise sehr interessante neue Gedanken in den Kopf für Dinge, die einen interessieren. Donkey Kong! Der hat ein Horn am Rücken jetzt! Heißt das, dass er horny ist? Oh, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Das war jetzt nicht nett gesagt. Also ich fand dieses Monster gar nicht so hässlich. Aber eins muss man sagen. Unser Donkey Kong hatte da einige Glücksmomente in dem Spiel, in dieser Spielszene. Aber Donkey Kong macht Spaß. War übrigens mein erstes Videogame, was ich gespielt habe. Donkey Kong. Das war noch in so einem kleinen Kasten. Das war allerdings nicht der, den man heute kaufen kann, wo man nur dieses eine hat. Ich hatte 2 Bildschirme. Also es war ungefähr so wie der Nintendo 3DS. Allerdings nicht so, dass du Spiele austauschen konntest. Das war noch
Es war in den 80ern irgendwann. Ja, doch, 80ern. Und grundsätzlich ist es so, dass der große, böse Megamind, es ist als Meme eigentlich, versucht gerade unsere... Hä? Okay. Achso, das die rennen schon. Ja weg. Ach, das ist ein Schild! Ich hab da alles reingeballert, was ich hatte. Ja, ich auch. Ja, dann hofft mal, dass die Gegner nicht wissen, wie sie zu euch kommen, weil dann habt ihr gelitten. Genau. Kistenkater, ich weiß, dass das Horny heißt. Also, was das heißt. Trotzdem war es nicht nett. Weil der wollte doch nur spielen. Eine Geschichte zu diesen Pommes. Diese Pommes. Diese Pommes habe ich gekauft, weil die im Angebot als XXL-Version da waren. Und da ich alleine lebe und sehr gerne Pommes esse. Digga, das ist einfach mein ganzer Oberkörper. Guck mal. Stell das nicht ins Licht. Ja, ich esse die. Ja, was willst du mit Pommes auch sonst machen, außer sie essen? Hatten wir übrigens heute auch. War ein Lecker. Aber nicht die Pommes, sondern wir hatten andere Pommes. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, aus welchem Laden sind das? Das müssten die von Hingate von Lidl gewesen sein. Also die da jetzt waren. Wir hatten von einem anderen, nicht Discounter, von einem anderen Supermarkt. Aber die hatten wir auch schon. Die sind auch sehr lecker. Ja. Und wie gesagt, außer Pommes essen, was kann man... Kistenkater. Also wirklich, ab in die Ecke. Schämen. Irgendwo unterwegs. Oh, warte mal, du von dieser Tankstelle. Ah, das trifft sich gut. Das trifft sich gut. Der hat... Oh, warte mal. Was? Gut. Das war Hitchhiker. Wir fahren ein bisschen Hiker. Wir fahren jetzt erst Chat. Also ich fand's gut. Mir hat's gut gefallen. Das war... Also ich fand's... Es war ein bisschen kurz, aber... Ey, oh, gut. Also... wenn das für dich ein Review dieses Spiels war, dann 6 Sätzen. Es war eine geniale Aktion, also das muss man sagen, aber ja, ich weiß nicht, also ich würde das anders spielen. Oh, Link. Klemmbausteine. Gesundheit. Oh, komm bitte auch. Sag ich doch. Gesundheit. Kleiner Fun-Fact, bevor es wieder jetzt von unserem Kistenkater in den Chat geschrieben wird. Gesundheit ist übrigens nicht so gemeint, dass man dem Gegenüber Gesundheit wünscht. Nein, man wünscht sich selbst Gesundheit und hofft, dass damit die Viren, die auf einen zugeflogen kommen, weggehen. Das ist der Sinn hinter dem Wort Gesundheit. Ja. Du bist Katze. So doof. Ziege. Ja, das ist eine Katze, die ist jetzt doof. Jetzt will ich auch nicht mehr weg, ne? Jetzt will ich auch nicht mehr. Ja. Junge, ich krieg hier gleich einen Anfall. Hey, das kenne ich von meinem Mann. Ich krieg hier gleich... Ach, gut ruhen. Die Katze heißt nicht allen Ernstes Gudrun. Das arme Tier. Gudrun ist ein schöner Name, das will ich nicht behaupten, aber nicht für eine Katze. Also, da gibt's andere Namen. Gudrun würde ich... Vielleicht meine Tochter nennen, wenn ich nicht schon eine hätte, die Tina heißt, aber ja. Gut. Aber trotzdem, schöne Katze. Und wie gesagt, das mit dem auf die Schulter klettern kenne ich von meinem Mann, da macht das unsere auch gerne. Scheiße, das ist echt verbuggt, ne? Ja, guckt euch das mal an! Och Mann, die ist aber in der Kiste verbuggt. Scheiß, was machen wir jetzt? Kann man da? Ja, so kann man das Ganze natürlich auch auflösen. Man stellt sich auf die Kiste drauf und surft mit ihr weg. Und dann, denke ich mal, müsstest du sie aufkriegen. Aber ich weiß von einigen, die das spielen, also das Hogwarts Legacy, dass das noch einige Bugs hat. Es sind zwar mittlerweile schon einige gefixt worden, aber es sind immer noch einige Bugs drin, die das Spiel doch ein bisschen, ja, frustrierend manchmal machen. Kamala, ich mach auch für dich. Und du hast Momentum und los!
So viel zu diesem Thema. Seh dich um, wenn du in eine nicht bekannte Ort Sache gehst. Nein, in eine nicht bekannte Scheune gehst. Umschauen. So, jetzt haben wir's. So, und jetzt krieg ich mal hier drauf, damit ich das geklippt kriege. Ich muss es noch lernen. Ich habe wieder auf den falschen geklickt, aber egal. Gut, machen wir weiter. Ich habe ja schon häufiger mal erzählt, dass ich diesen kranken Unfall als Kind hatte, als ich bei der Kirche war, wo ich auf so einen Jägerzaun gefallen bin, ne? Und in meinem Oberschenkel einfach so tief so ein Jägerzaun drin steckte. Und ich lag dann einfach im Krankenhaus und das wurde zugenäht und natürlich lag ich auf dem Bauch, weil das musste da ja zugenäht werden. Meine Mom sitzt so Richtung meine Füße und nachdem das alles fertig ist, das Einzige, was sie sagt, ist einfach: Yannick, zieh dir doch beim nächsten Mal eine engere Boxershorts an, da kommt man ja komplett reingucken. Sorry, Mutter, ich wusste nicht, dass ich heute fast mein Bein verliere. Beim nächsten Mal gibt's eine engere Boxershorts. Mütter haben dafür ein Ding. Ich hätte jetzt darauf gewartet, dass ich gesagt hätte: Junge, zieh dir das nächste Mal bitte saubere Socken an, wenn du ins Krankenhaus gehst. Aber Boxershorts hat auch was. Allerdings würde ich mich jetzt mal eins interessieren. Warum hat die Mutter da hingeguckt? Ihr seht das vor mir. Ihr seht das vor mir. Ich weiß, ich gucke jetzt nur auf Folie, aber... Alter, ich gucke auf Top. Alter! Ich habe jetzt gedacht, ihr könnt jetzt schöne Dartscheibe sehen. Ja, eins muss ich jetzt mal sagen. Klar hast du natürlich wie jeder Streamer die Kamera davor und wenn du das so vor dich hältst, siehst du natürlich durch die Kamera und durch den Monitor. Aber dass in so einem sowas ein Schutz drüber ist, ist eigentlich normal. Das sollte man wissen. Ah, Dauerständer finde ich schon echt hart. Sie hat das jetzt nicht wirklich gesagt, oder? Doch, hat sie, ich weiß. Also, ja. Als Frau kann man sowas toll finden, als Mann definitiv nicht. Jetzt, Chat, bis 2027 sieht meine Krankenversichertenkarte so aus. Ja, scheiße! Wieso haben die das Bild denn genommen? Ich raste aus! Also, wenn dieses Bild bei der Krankenkasse aufgenommen worden ist, dann frage ich mich, was zum Geier hat derjenige, der das Bild aufgenommen hat, gesehen? Der hat Knick in der Optik. So, zweitens, ist dieses Bild von dir eingereicht worden? Möchte ich gern denjenigen sehen, der dieses diese Karte gedruckt hat, weil der hat auch nicht drauf geguckt. Hat auch einen Knick in der Optik. Bei welcher Krankenkasse zum Geier bist du? Entschuldigung, würdest du bitte nicht meine Alexa triggern? Doch. Alexa, spiele Helene Fischer. Alexa, stopp! Ich dachte, das funktioniert bei mir nicht. Ja, das kennt man, wenn man das Wort mit A benutzt. Das ist lustig. Ich höre ja ab und zu täglich in einem Internetradio zu und wenn da einer was mit dem A-Wort sagt, dann geht hier meine auch an. Das finde ich mal lustig. Sie weiß ja nur nicht, was sie machen soll, deswegen geht sie wieder aus. Was ist da denn passiert? Upsi. Oh oh. Dann muss ich abholen. Und tschüss. Nee, mir geht's gut. Wow. Keine Probleme? Nee, ich habe keine Probleme. Eins. Bei der würde ich nicht ins Auto einsteigen. Also im Real nicht. Weil das wäre viel zu gefährlich. Weil wer weiß, was die im Real für eine Fahrtart drauf hat. So, ja, genau. Oh Gott. Leute, ja. Danke. Okay.
Okay. Und jetzt? Moment, ich habe hier eine kurze Anfrage. Ja. Also, zu diesem Clip gerade eben. Also erstmal, ich musste meinen Mann kurz verarzten, weil er wiederum geknippt hat. So, das seht ihr jetzt auf Twitch, aber nicht auf YouTube. Gut, das zum einen. Zweite, zu diesem Clip. Ja, das war der neue Hoferantrieb der Soldaten. Sie rennen in der Luft, kommen aber nicht voran. Wenn der Gegner diese Rucksäcke mit mehrfacher Ausfertigung benutzt, hat man den Krieg ganz schnell gewonnen. Wobei, Krieg ist kein Spaß. Deswegen spiele ich solche Spiele nicht. So. Ich weiß, ich bin jetzt wieder eine Spaßbremse, aber in dem Fall bin ich es gerne. Eine getroffen, nicht noch eine, okay. Ich hab hinten geboren, ich glaube, wir haben ja gar keinen Druck. Ja, mach. Was war das denn? Ich komm wieder zurück. Was war das? Du hast mich in der Luft getroffen. Nein. Mit deiner Kugel. Okay. Vorsicht, da in dem Spiel werden die Mitglieder der Mannschaft mit Kanonen verschossen. Solche Spiele sind in Ordnung. Also ich sag mal so, ich mag keine Shooter, die zu realistisch sind und in der in der Jetztzeit spielen. So viel dazu. Ja, ich warte wirklich noch darauf, dass es ein Spiel gibt. Ja, Castle Wolfenstein geht. Ich warte darauf, dass ein Spiel rauskommt, das die aktuelle Weltlage ausnutzt. Und dann rufe ich definitiv zum Boykott dieses Spiels auf. Aktiv. Weil sowas muss nicht sein. Wir haben momentan genug Scheiße in der Welt. Müssen wir nicht noch nachspielen. Jetzt gut, das ist rot-weiß, summt und ist fettig. Es summt, nicht rund. Also was summt, ist rot-weiß, gelb. Was ist ein Bullshit? Nochmal von vorne. Was ist... Was ist schwarz-gelb, summt und fettig? Gute alte Biene Mayo. Der Witz ist so uralt und du hast ihn ja auch nicht mal gut erzählt. Du hast durch so viele Fehler, die du da reingehauen hast, die ganze Pointe kaputt gemacht. Blechkelle ruft vorlaut rein. Ich glaube, sie traut sich nie wieder zu dir. Ach klar, mein Gott. Du, die war eh hässlich. Also nicht deine Freundin, die Vase, meine ich. Um Gottes Willen. Man sollte so Sätze nicht einfach so stehen lassen. Beenden und stehen lassen. Ja, beende den Satz so, wie du ihn beendet haben möchtest und dass ihn auch jeder versteht. Dann passt das. Ansonsten lass es. Hopp. Das kenne ich. Das hat jetzt keiner. Gehst. Ja, das kenne ich. Diese Kugeln sind so dämlich. Wenn man sie nicht richtig benutzt oder an der falschen Stelle, dann passieren genau solche Dinge. So schlimm ist es mir noch nicht passiert, aber ich bin auch schon fast zweimal dran gestorben. Aber nur fast. Oh Gott, ich habe Angst. Was habt ihr eingeschickt? Was habt ihr eingesendet? Da ist eine Insel! Boden! Eine Insel! Da ist eine Insel! Boden! Ah, jetzt ja! Eine Insel! Okay. Wollen wir mehr dazu wissen? Ich glaube nicht. Aber es war ein geiles Bild. Und ich habe eine Idee jetzt gekriegt. In Richtung dein Haus. Nee, der ist auf 80. Das will ich eigentlich nicht. Es sind Dinge geschehen. Ja, okay, da hat einer seine Rolle als Michael Myers sehr ernst genommen. aber er hat irgendwie auch den Sinn des Spiels nicht verstanden, habe ich das Gefühl.
Also, ja, gut. Aber vielleicht hat er gedacht, ich warte, bis es bei 95% ist und dann schnappe ich sie mir. Könnte ja sein. Jesus. What the fuck is that? Oh, oh, jetzt ist es mir passiert. Ich habe mich erschreckt, weil das habe ich nicht kommen sehen. Wobei ich gerade daran dachte, wir sind jetzt im letzten Drittel dieses Videos und ich frage mich immer noch, wie wir auf den Titel gekommen sind. Aber das war eine geile Szene. Sonst ist das richtig geil hier. Bis auf die Leiche. Ja. Beobachtungszeit. Ah! Das ist echt viel. Ist der Baumstamm da einfach verschwunden? Interessant. Was so alles passiert, meine ich. What the fuck? Was passiert hier? Was ist denn jetzt los? Ich würde sagen, das Programm hat nicht kapiert, dass du aus dem Wasser raus bist und hat einen geilen Bug und deswegen schwimmst du jetzt durch die Luft oder bist durch die Luft geschwommen, bist in einem Fels hängen geblieben und kommst nicht mehr weg. Spiel beenden, neu starten. Die einzigste Option, die ich jetzt sehe. Okay, Jungs, ich frage euch jetzt meine Sache. Jemand schreit jemand an, ihm geht's schlecht und die schickt dann Nacktfotos drauf. Findest du das schlimmer oder das, was ich dir jetzt zeige? Weil jemand hat geschrieben, das esse ich jetzt zum Frühstück. Das hier ist sein okay. Frühstück. Ah! Deswegen. Was hältst du von was? Nudeln mit Nutella und Käse, Digga? Also ich würde eher gesagt das erste schrecklicher finden, weil ich weiß nicht, das hat irgendwas. Also diese Nutella-Nudeln mit Käse, die haben irgendwas. Und im Übrigen, das Spiel, was er spielte, war WoW und er war auf Teldrassil. Also er hat sich in der Zeit zurückversetzt. Oder es war Klassik. Was ist hier? Was passiert hier? They look like us, but are they us? I have so many questions. Nein! Katze! Was? Es war da drauf! No! Ja. Die Katze hat den Reset-Knopf gefunden. Oh, sie hat den Rechner geklaut. Allerdings muss man dann sagen, sie hat einen Gaming-Rechner und einen Streaming-Rechner. Immerhin, weil der Streaming-Rechner funktionierte noch. Ja, so. Und da sind wir wieder bei Zelda. Das ist richtig, ja. Okay. Breath dann of the Wild. Oh nein, bitte nicht. Ich habe nicht gerade mein Schwert weggeworfen, Alter. Ja, doch, hast du. Hast du, und das kenne ich zu gut, das passiert mir auch immer. Diese Tastenbelegung, was Breath of the Wild angeht, ist wild. Sehr wild. Die Powerbank doch leer? Nö. Keine Ahnung. Doch, sie war leer. In den letzten Atemzügen. Das ist passiert, wenn man auch in die Wildnis geht, eine Powerbank mitnimmt und nicht nachguckt, ob sie voll ist. Mahlzeit. Wurstwasser ist wunderbar. Lecker, schmecker, würzig, gut. Wurstwasser im Mund tut uns allen gut. Manchmal ist auch ein Stückchen dabei. Das lieb ich sehr, ein kleiner Snack nebenbei. Jetzt habe ich alles gehört und alles gesehen und höre auf. Nein, natürlich nicht. Aber das Lied muss nicht, das muss man nicht aufnehmen. Nein, 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 nein. Was, was? Der letzte Schluck Holly. Ja, ich sag dir doch immer wieder, immer vor dem Trinken schütteln. Weil das Zeug setzt sich unten ab. Also immer schütteln. Bei jedem Trinken schütteln. Vorher.
trinken, schütteln und so weiter. Ja, der letzte Schluck ist aber immer halt sehr, sehr konzentriert. Das ist halt das Schlimme daran. Okay, jetzt, Launcher raus. Launcher raus. Zugriff. Oh! Oh! Holy shit! Holy shit! Oh nein, die leben noch. Ja, klar leben die noch. Das Ding ist ja auch noch nicht explodiert. Das wird aber noch passieren. Aber gut, da haben wir ein Wurstbrot. Ein Wursttoast. Oder so ähnlich. Ja. Am 11. glaube ich, ist mein 24-Stunden-Stream. Da war das Wurstbrot weg. und wenn man einen Stream macht, der 24 Stunden geht, sollte man vorher wissen, wann der Stream stattfindet. Stell dir mal vor, du stellst danach fest, oh Mist, gestern hätte ich einen 24-Stunden-Stream gehabt und warst nicht auf Sendung. Soll Leute geben, denen ist sowas passiert. Müde bin. Warum chillen da so viele Creeper? Was zum Fick? Chillt woanders. Oh nö. Oh oh. Der Augenblick, in dem du feststellst, dass du deine Höhle in der falschen Gegend gebaut hast. Gibt's auch bei Minecraft. Ah, cool. Könnt schon mal wieder spielen. Achso, das ist doch gar nicht die letzte Runde. Ich dachte, das wäre die letzte Runde. Schatz, das können wir auch mal zusammen spielen. Also, Mario Kart. Haben wir nämlich, genau. So, mal gucken, ob wir den Zeppelin treffen können. Ihr trefft ihn, ja, ihr trefft ihn nicht. Fast. Autsch. Ich lebe noch? Ich lebe... Ah, geil. Ja, so kann's gehen. So kann es gehen, ja, genau. Dienstag, auch nicht, weil ich Dienstagabend im Kino bin! Oh mein Gott! Ich seh's! Was? Ihr wollt ficken! Nein, wir gehen wirklich ins Kino! Ey, das war eine geile Einspielung, genau. Moment, aus 1000 Meter Höhe gefallen? Ja, das ist GTA, so was passiert bei GTA! pass mal auf, du kennst ja doch, Kistenkater, wir haben ja mal vor ewigen Zeiten Shadowrun gespielt, ja? In den neuen Regeln geht das, glaube ich, nicht mehr, aber in den alten Regeln war es so, dass jemand eine Atombombe auf dich werfen konnte und du, wenn du genügend Erfolge bei den Rettungswürfen hattest, die Atombombe mit der Hand auffangen konntest und zurückwerfen konntest. Und dir ist nichts passiert. So sinnig sind manchmal Spiele. Du fällst irgendwo runter und aus irgendeinem Grund wird die Höhe nicht richtig gemessen und du landest, bist noch am Leben und irgendwas Kleines fällt dir auf den Kopf und das hat den Schaden gemacht, dass du tot bist. Das ist Unsinnigkeit in Spielen. Muss man nicht verstehen, verstehen manchmal nicht mal die Macher. Ich starre gerade und in dem Moment ist es halt dir aufgefallen. Und das war halt... Deckel zu halten. Ja. Ja, so kann's gehen. Deckel zu halten. Wichtig. Nils, die Mutter. Oh, die Mutter. Mutter Doni. Ich hab dasselbe Shirt. Cool, interessiert gar keine. Ist total unwichtig jetzt. Nee, also das ganz ehrlich. Das ist eine Fake-Information, weil ich habe dasselbe Shirt. Jetzt noch unwichtiger. Hatte mal dir gehört. Noch unwichtiger. Jetzt mal for real. Wie unwichtig ist es, jemandem zu sagen, ich habe dasselbe Shirt wie du? Was kann er mit dieser Information anfangen? Genau null. Was soll er jetzt sagen? Oh mein Gott, wir sind T-Shirt-Schwestern. Ja, zum Beispiel. Wäre eine Idee. Hat hier gerade jemand gefurzt? Ja. Yeah. Okay, das ist wieder ein schöner Beweis dafür. Spiele hören zu. Der hat nicht wirklich Klodeckel als Grillengläser. Okay. So, das ist auch weg. Wo ist er denn jetzt?
Nein! Kevin! Hör auf! Das, ich sag doch, Kevin in Judge of Forest ist geil. Der macht lauter Dinge, die er nicht tun soll. Und das, was er tut soll, macht er nicht richtig. Kommt her, werdet auf mich aufmerksam. Gebt mir Aufmerksamkeit. Gebt mir Aufmerksamkeit. Gebt mir Aufmerksamkeit. Dankeschön. Okay, so viel Aufmerksamkeit wollte ich dann doch nicht haben. So viel wollte ich nicht haben. Ja, ja, das kommt davon. Wenn man auf Aufmerksamkeit buhlt, dann, wenn man sie hat, ist es zu viel. Ich möchte ein Duett mit Sonja. La, 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 Was zum Geier soll das? Das ist so... Das ärgert mich, gebe ich ganz ehrlich zu. Weil langsam reicht's. Ich stoppe, habe sogar die Autoplay-Funktion aus und trotzdem läuft es wieder mal los. Das ist so nervig, das sage ich euch. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe langsam das Gefühl, das ist was im Browser. Muss ich gleich mal machen. Aber erstmal machen wir jetzt hier Feierabend. War wieder eine sehr schöne Folge. Gibt für mich natürlich wieder garantiert ein Däumchen nach oben. Ja, genau, damit wir da Bescheid wissen. So, gut. Und ja, wenn ihr, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, unten den Abo-Button anklickt. Das ist hier. Also nicht jetzt bei Twitch Clips Germany, sondern bei mir ist der auch an derselben Stelle. Wenn ihr nicht mehr verpassen wollt, Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr eine kleine Mitteilung. Und wenn ihr das Ganze dann auch noch bei Twitch Clips Germany machen wollt, unten in der Videobeschreibung ist das ganze Video verlinkt. Da braucht ihr drauf, nur draufklicken, könnt euch das Ganze nochmal ohne Kommentare von mir ansehen. Und natürlich auch Like und Abo dalassen, klar. Und falls ihr noch Ideen, Anregungen, Kritik habt, ein Video, was wir mal reacten könnten, einfach bei mir unten in die Kommentare. Ich reagiere da drauf und reacte dann auch die entsprechenden Videos, soweit ich sie reacten darf. Und ja, das war's von meiner Seite für diese Woche und deswegen sage ich euch jetzt Tschüss, eure Josie.